Sowas habe ich noch nie erlebt in meiner Heimat. Ich bin da aufgewachsen. Ich liebe meine Heimat und ich habe gestern Abend zuletzt mit meiner Familie gesprochen und konnte da auch noch jemanden erreichen. Und die haben alle gesagt, hier geht's drunter und drüber. Und meine Großeltern haben gestern Abend gesagt, sie brauchen Hilfe von der Feuerwehr. Die sind jetzt wohl auf den Dachboden gegangen. Von denen habe ich aber leider jetzt heute Morgen nichts mehr gehört. Meine Eltern habe ich heute Morgen nicht erreicht, meine Geschwister nicht. Und also mein Bruder ist in Köln, da ist eigentlich alles sicher, aber eben in der Heimat Dernau, das ist 10 Minuten von Ahrweiler entfernt, alles überschwemmt. Und mein Vater habe ich heute nur erreicht, weil er oben auf den Berg noch fahren konnte, weil unser Haus, wo ich aufgewachsen bin, auf so einer Anhöhung ist, ziemlich weit weg von dieser A, die jetzt ja gerade überflutet ist. Und da konnte nur der, also da war der Keller überschwemmt. Und er konnte jetzt auf den Berg fahren, um Empfang zu haben. Aber 5 Minuten später habe ich niemanden mehr erreicht, weil das Netz komplett weg ist. Jetzt bekomme ich nach und nach Nachrichten von Freunden, die wohl irgendwie nach und nach wieder Netz haben. Mein Cousin berichtet mir, dass die Wohnung, in die er ziehen wollte, jetzt so überschwemmt ist, dass er da in den nächsten Wochen nicht einziehen kann. Meine Freundin hat Bekannte, die haben Vermisste. Die wissen nicht, wo die sind. Und meine Großeltern, also meine Eltern haben mir geschrieben, sie wissen nicht, ob meine Großeltern noch leben, weil die haben ihnen gesagt, geht bitte auf den Dachboden, aber keiner hat mehr was von denen gehört. Ich weiß jetzt nur, dass meine Eltern, dass es denen gut geht, weil wir auf dem Berg wohnen, aber da unten, also da geht, und die Autos schwimmen durch die A. Also da sind Autos die A weggeschwommen. Ich habe Videos, also da habe ich Schwimmaufnahmen gesehen. Du sagst, du weißt nicht, ob deine Großeltern noch leben. Inka, was für eine fürchterliche Situation, in der du gerade bist. Jetzt sehen wir auch die Fotos, die Bilder, die Videos aus deiner Heimat. Also damit verbindet man ja seine Familie, sein ganzes Herz ganz oft. Wie geht es dir damit, wenn du das jetzt alles siehst, diese Zerstörung dieser ja so einstigen Idylle? Und wie hoffst du, gehst du weiter in dem Tag? Wann glaubst du, wann kannst du irgendwie Kontakt bekommen zu deinen Großeltern? Also es ist so, ich habe jetzt schon 100 Mal versucht, die anzurufen, da kommt immer kein Empfang, also sie sind nicht zu erreichen. Meine Eltern können auch nichts hindurchdringen, weil eben die A so hoch ist, dass man nirgendwo hinkommen kann. Und ich habe heute Morgen echt gedacht, das ist ein Horrorfilm, also es fühlt sich nicht real an. Und also ich habe echt das noch nie erlebt. Es waren öfter mal natürlich Regen und natürlich Überschwemmung von der A. Es ist immer ein bisschen gefährlich, neben so einem Fluss zu wohnen. Aber so hoch, also meine Großeltern haben gestern Abend gesagt, das Wasser ist fast im Wohnzimmer und das sind 2 Etagen. Und die haben richtig Panik gekriegt. Und dann haben meine Eltern gesagt, geht auf den Dachboden. Und wir hoffen halt, dass sie es jetzt gemacht haben, weil es ist natürlich die einzige Lösung. Und von meiner Freundin, die Eltern sind in den dritten Stock gegangen, weil da wohl schon das ganze Wohnzimmer überflutet war. Und also mir geht es wirklich also ganz komisch, weil das ist einfach nicht realistisch. Und es ist auch ein Ort, der sehr, sehr idyllisch ist, der auch ein Tourismusort ist. Und ich habe Restaurants gesehen, die sind, also da ist wirklich ein Restaurant, das ist einfach eingestürzt. Und ich habe das auch hier, glaube ich, aber ich weiß jetzt nicht, ob ich es jetzt finde. Es ist einfach komplett wie ein Papphaus in sich zusammengefallen. Das sind Bilder und da hatte ich noch vorher mal Drohnenaufnahmen gesehen, die halt wirklich wunderschön waren, weil in unserem Dorf halt eben super viele Touristen kommen. Und es ist ein ganz idyllischer Ort, der jetzt komplett zerstört ist. Und man kann sich nicht vorstellen, was die Folgen sein werden. Auch finanziell gesehen. Und es gibt noch super viele Vermisste. Und das ist einfach schlimm.